Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit HTML einfach Ihre Tabelle so definieren können und auch mit CSS formatieren können. Die Tabelle haben wir schon in HTML definiert und wir haben gesagt, die Tabelle wird immer in Body definiert und es fängt einfach hier an und endet einfach da. Und von daher habe ich euch schon erklärt, wie Sie einfach mit der Tabelle so umgehen können. Also einfach mit der Zeile, Spalt, Zeile und Zähle. Und von daher zeige ich euch, wie Sie einfach die Tabelle in CSS einfach so formatieren können. Hier auf diese Auf dem Style, mit dem Style haben wir einfach diese drei Elemente so formatiert. Wir haben einfach gesagt, die Tabelle Überschrift und die Tabelle Zähle sollte als Rahmen ein Pixel sein und es sollte auch als Höhe 5 Pixel sein. Und genau sehen Sie hier auf der rechten Seite die Tabelle. Der Rahmen ist einfach ein Pixel dick und die Tabellehöhe ist einfach so 5 Pixel. Und von daher haben wir auch gesagt, die Tabelle sollte einfach, wir haben einfach noch gesagt, ja, mit der Tabelle, wir haben noch einen Tabelleabstand einfach hier definiert. Also der Abstand zwischen die Rahmen sollten einfach 15 Pixel sein. Und Sie sehen auch hier, wie diese ja, 15 Pixel ist. Also dieser Abstand zwischen unsere Rahmen einfach ist. Also überall haben wir 5 Pixel, 15 Pixel, Entschuldigung. Und von daher so sollten Sie einfach Ihre Tabelle einfach definieren in HTML und auch in CSS einfach so formatieren können. Und so könnten Sie eine Tabelle auch sehen. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.